you, Barbershop. My life is incomplete. Guten Morgen. Was geht? Guck mal. Mike? In den Medien schreibt ihr, Friseure dürfen auf dem 4.5. wieder aufmachen und Friseure dürfen keinen Bart machen. Also erstens, ich weiß nicht, seit wann Friseure Bart machen und ich weiß nicht, seit wann Friseure rasieren und ich weiß nicht, seit wann wir ein Friseur sind. Dass ich mich über dich freue mit der Kamera vor der Hand vor mir, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist unwichtig. Guck mal, unsere Palme an. Ja, Mann, 6 Wochen, Leute. 6 abgefuckte Wochen, ey. Wer hat deine Haare geschnitten? Tommy. Aha. Geil, ey. Und morgen ging der Wecker. Ja. Ich glaube 7.30 Uhr. Und dann war es aber irgendwann 8 Uhr. Da gucke ich auf die Uhr und denke mir, ist doch erst 8 Uhr. Weckst du mich schon? Dann ist es lustig, weil ich dann dachte, hä, warum klingelt denn heute um 8 Uhr? Was war denn heute? Eintritt nur mit Maske? Ja. 5 Meter Abstand? Ja. Nicht berühren? Ja. Nicht lächeln? Und nicht Hallo sagen? So wie immer. So wie 32 Jahre in meinem Leben in Deutschland. Also, ja, gut, das kriegen die auch unter den Zettel hin. Ja, müssen wir sowas dran machen eigentlich, Alter? Die Leute wissen das doch, Alter. Ja. Egal, wo du hinläufst, hast du diese scheiß Dinger. Und diese schwulen Masken. Besser ist es. Guck mal meine fancy Maske an. Ich hab voll die Maske. What's up, Blood? What's up, Blood? Oh, hey! Gang, gang. I don't know this. Yeah, gang, gang. I know. Da komm ich am Balkon raus, Alter. Wo ist mein Kaffee? Oh, scheiße, Alter. Ja, Adrian. Ja, bitte. Ach, egal. Hören wir auf, was zu Hören wir auf, was zu erzwingen jetzt, bevor wir darüber reden, Alter. Dann riech ich mich wieder auf. Aber heute gepredigt, Alter. Heute ist der Tag der Tage. Ich hab 6 Wochen lang mein Maul gehalten, Alter. Ich hab mich nicht zu diesem ganzen Scheiß geäußert. Die gehen mir auf die Eier, Alter. Diese Menschen, ey. Die gehen schon immer auf die Eier, Alter. Aber jetzt gehen sie mir noch mehr auf die Eier. Obwohl sie mir nicht nahe kommen dürfen, ey. Ein Löffel Zucker, ja? Ja, bitte. Das andere Zucker. Der ist ein bisschen süßer. Das ist, ich hab den geholt im Aldi. Das ist so dieses vegane Scheißzucker. Aber halt immer besser als dieser scheiß Zucker. Immerhin besser. Und ich habe genau die gleiche Menge reingemacht von Zucker, was ich immer mache. Ich trinke den Kaffee gestern. Der war so süß. Was ist für eine Jacke? Da, gut, dass du mich fragst. Das ist die teuerste Jacke meines Lebens. Ich habe noch nie so viel Geld bezahlt für so eine Jacke. Also die Jacke war günstig, der Druck. Und Lupus Alpha, das ist so ein Kalligrafie-Typ. Da hat er 500 Euro für die Jacke verlangt. Und dann gibt der Adrian einen umsonst. Palmen im Regen, wer ist damit, Alter? Geil, oder? Hallo. Morgen. Hallo. Siehst du? Geht doch. Leute, ihr müsst euch nicht anders verhalten. Seid einfach ganz genauso wie die Leute, die einfach nicht Hallo sagen. Geil. 6 Wochen zu. Erinnert mich an die Zeit damals, wo ich arbeitslos war. Ich bin sogar älter. Guten Morgen! Wir sind wieder back on the Bildfläche, motherfuckers. Barbiere, formatieren! Morgen! Morgen! Bobby! Das ist Energie! Moment, dauert kurz! Das geht wieder los. Die Nachbarn. Morgen! Geht's mal, film nicht mich die ganze Zeit. Warte mal, film mal kurz hier. Meine neue Uhr. Reckless, necklace. Ja, Mann. Was ist das? Wo, ne? Tissot. Hm? Tissot. Wir sind wieder back, Alter! Schnack, schnack, schrecken! Was geht, Alter? Alles klar? Wie geht's euch? Alles gut? Ha? Freunde? Eine Energie, eine gepeilte Energie kommt hier. Was geht, Bruder? Alles klar? Oh, ja. Super, geil, top. Na, Schrecki? Na? Wie war Corona? Genau das Richtige für dich, oder? Schön, war richtig gut, ja. Geil, Alter. Richtiger. Ich bin Frühaufsteher jetzt. Jetzt? Ja, Corona habe ich. Frühaufsteher. Ja, aber so motiviert früher auch schon. Und auch was machen. Liegt genau vor mir, gell? Ich such's die ganze Zeit. Barbershop! Hallo? Herr Beardcut, yeah. Let me check the book. As soon as possible, eh? Yeah, okay.
Wait, hier ist der professional Bookie. Adrian, hier, take the phone. Herrn Beardcut, as soon as possible. Gentlemen, how can I help you? Wie findest du den Haarschnitt? Gut. Gut, gell? Ja. Mir kommt so vor, dass es ein bisschen auf der einen Seite hoch ist, also hier, dass es hier reingeht. Ja, hier, das ist alles, Alter. Ja, hier. Da ist extra hoch, hier. Okay. Genau, hier. Ja, hab ich gemerkt beim Stylen, aber ist gut. Meinst nicht gut, doch meinst du richtig geil. Das ist der beste Haarschnitt, den er hier bekommen hat, Alter. Kostet keine Haarschnitt. Mit deinem Wanderrucksack, du kleiner Pfadfinder. Ich hab wieder alles dabei. Ich wollte morgen schon Mandelmilch kaufen, Alter. Kein Geld gehabt, dann muss ich diese scheiß Mandelmilch kaufen für 99 Cent vom Lidl. Die ist auch scheiße bestimmt mit G-manipulierten Mandeln, aber egal. Jetzt komm mal her. Sitz. Nein. Junge, Alter, hast du mich gesehen? Ich hab Beiß an. Ha, John fucking Wick, Alter. Was geht, Dicky Nick? So, Sitz, Platz. Nein, Sitz, Platz. Verein haben wir. Ja! Ja. Was geht, Schreck, oder? Was geht? Wir machen auf jeden Fall jetzt, ich habe ein paar Gedanken gemacht und so. Ja, was machen wir? Wir machen so Inspirationsvideos. Dass Leute sich inspirieren lassen können, dass du sagst, ey, hör zu, Leute, trag den Schnurrbart, so sieht geil aus. Das wollen Leute hören, weißt du? Weil mich fragen Leute so, ey, wie hältst du das? Was hältst du davon? Ich wollte mir Schnurrbart machen, soll ich radikal machen? Soll, weißt du, und dann einfach so Beratung, ey, Leute, radikalen Weg. Du kannst ihn ein bisschen runtertrimmen ab und zu. Ja, auch das kann man schon machen. Ja, kann man so machen, ja. Achso, wegen Schnurrbartfrage. Ja, ist doch gerade nicht so populär. Aber falls einer, ich glaube nicht so ganz. Aber mal gucken. Also falls einer sich einen Schnurrbart wachsen lassen will oder den haben will, entweder machst du den radikalen Weg und rasierst dir einfach alles in der Fresse weg und lässt es hier stehen. Oder du trimmst ihn à peu runter. So. Ja, viele haben ja so einen dreckigen Schnurrbart mit so mit Bart. Ja. So einen halben Bart und dann so einen langen Schnurrbart. Ja, das finde ich scheiße. Ja. Das ist dann so richtig Corona-Cut. Corona. Quarantine! Quarantine! Nee, das sieht scheiße aus. Es ist auch die Zeit vorbei mit diesen ungepflegten Bärten und so. Ja, ja, das ist vorbei. Cool, ja. Also es ist cool und so, mal so ein Dirty Bart zu haben, irgendwie wenn man 2 Wochen in Schweden in der Hütte Urlaub macht oder so, da passt das. Aber sonst, Bart muss gepflegt sein, Alter, und schön Konturen am besten rasiert. Also, na, nicht unbedingt. Konturen rasieren muss nicht, aber gepflegt. Gepflegt, kein so ein Besen in der Fresse, weißt du? So ein Drahtbürste, Alter. Sieht doch scheiße aus, ist doch nichts mehr, Alter. Wir hatten Bock darauf. Ja, und ansonsten, ja. Ich bin so froh, Alter. Ich bin so froh. Ey, weißt du, was heute Morgen passiert ist? Könnt ihr euch das vorstellen? Ich, Maske, ich hab schon so Paranoia-Film, gell? Und ich lauf schon zur Bahn und denk mir so, scheiße, ich hab kein Geld, keine Konto, bitte keine Kontros. Ich komm rein, die stehen schon so da. Komm her. So stehen die da, am Eingang. Wo denn? Wo findet die überhaupt? Leipziger Straße, die Kontros. So stehen die da. Komplett unten? Nein, oben, bevor du reinläufst, stehen die da. Ich, ganz schnell reagiert. Hol Handy raus, will mit Handy Fahrkarte kaufen. Der kommt zu mir und sagt, ja, das ECBC, keine Ahnung, das hat irgendeinen Namen, dieses Bezahlungssystem. Mit Handy bezahlen. Das geht momentan nicht. Ich sag, was? Du musst zur Arbeit. Ja, fahren Sie so. Ich sag, was? Fahr so. Korrekt, Alter. Digga, Alter. Ich hab gesagt, danke, ey, danke. Mubarak, Alter, was auch immer. Ich schwör's dir, Alter. Corona, Ramadan, die Leute kommen, fangen an nachzudenken. Und wie macht ihr das? Die rein, raus, rein, raus. Nein, nicht normal. Oben ist zu und das war's. Die dürfen nur rein, die Termin haben und die anderen müssen vor der Tür warten. Wir sollten vielleicht vor der Tür so Stühle aufbauen und damit 1,50 Meter Abstand, falls sie sitzen möchten. Hey, hey. Ich sag's halt auch ab, weil du halt mit der Maske arbeiten musst. Und deshalb, du bewegst halt auch nicht so frei, wie du dich sonst bewegst. Weil du halt dieses Ding vor der Fresse hast, du musst mal manche Sachen jetzt machen. Denk mal, der Kunde sagt, ich will die Maske nicht abnehmen beim Schneiden. Du machst einfach 1-1-1-1. Du musst eine Seite so machen, ja, ja. Dann eine Seite so. Anders geht's nicht. Ja. Alle, welcher Laden hat so einen coolen Desinfektionsspender, so wie wir? Keiner. Niemand. Wow. Was Corona? Meine Mutter, Alter. Ja, mach mal die Düse feiner. Willst du mir sagen, wie es geht hier was? Stimmt. Ja, komplett in weiß. Mach doch mal ein geiles Foto alle von mir. Ich habe keine Kamera dabei. Du hast eine Kamera in der Hand. Der muss mal jetzt so da bleiben. Oh, so klein. Das Ding ist zu klein für dich, Junge. Dein Ohr ist noch. Oh, das ist das rote Ohr. Guck mal, das angenähte Ohr bewegt sich gar nicht. Das andere. Servus. Servus, Gude. Servus. Guck mich nicht so böse an. Voll scheiße, geil mit dem Masken. Man denkt, alle gucken böse.
soll das falsch machen, hat Alex gesagt. Ich hab gar keinen Bock auf Fliesen schneiden, ey. Das ist für mich so, das ist für mich so wie streichen. Ich hab auch nie Bock auf streichen. Lass doch so. Ganz ehrlich, für mich sieht das authentisch aus. Ich hab nichts dagegen gesagt, voll geil. Ich feier es richtig. Ja? Das ist authentisch. Ich war nichts gerade im Laden, Alter. Nein, das ist nicht falsch, das ist doch authentisch. Ja, aber. Taktik von Costa. Ich habe mich jetzt in den 6 Wochen durchgelesen in meinem Handwerkerhandbuch über Fliesenlegen und es kann passieren, wenn die Fliesen nicht ganz geschlossen sind, dass die Eier auch abfallen. So. Schnellspanner. Läuft, oder? Oh, wem gehört denn die schöne Bohrmaschine da? Das ist meine vielleicht zufälligerweise. Das scheiß Ding, Alter. Dieser Schalter, damit du also in die Richtung und die andere Richtung jetzt einfach abgebrochen. Wir mussten diese ganze scheiß Bohrmaschine aufschrauben, ich und der Alex, damit wir diesen scheiß Knopf finden. Ja, hast du doch bei Toys R Us in der Barbie-Abteilung gekauft, ja, oder? Nein, bei Amazon. Amazon Choice, 13,99. Also eigentlich früher, wenn hier gearbeitet wurde, ja, sind sie alle in Urlaub gefahren. Jetzt, wenn gearbeitet wird, haben sie alle Meeting. Ich komme. Das ist Costa. So. Keiner kann das, was Costa kann. Passt. Eins. Also die Fliese kommt ihr auf jeden Fall hier hin. Ist okay, oder? Passt. Wie sieht die 3 aus? Kommt ihr nicht hier um die Treppe? Hier. Und? Hm? Achso, du meinst, ich hätte die hier nach hier verlängern sollen? Okay, du hast recht. Hätte es jetzt Alex gesagt, hätte ich das niemals zugeben, dass Alex stoppt. Okay, Mr. Steinmetz. Ah ja, das ist sexy. Kann man so lassen, gell? Was machst du jetzt? Die Wandverkleidung. Damit du wieder in dein Büro arbeiten kannst. Musst du da schrauben? Nein, bohren? Denkmalschutz darf nicht geschraubt werden. Darf nur beklebt werden, gell, Freunde? Ich habe das ja zu Hause nur grob vorbereitet. Weil, wenn es hier 2 mm daneben ist, dann war's das. Ich weiß, ich brauche wohl zum Bierchen. Später. Nummer? Später. Okay. Ich wollte gucken. Voll geil. Also, Leute, erster Tag after the quarantine is not the same, but it's always a pleasure to work in the world famous barbershop. Nee. Wie nennt man deinen Job eigentlich so richtig jetzt? Künstler. Ja, also Künstler. Nein, eigentlich ist es Holzdesign eigentlich. Ja. Also, auf jeden Fall ist der Mayo, der hat eine Instagram-Seite, die heißt KW53. Alle, die auf Instagram sind und mal gerne geile Holzarbeit sehen wollen, folgen ihm und gucken mal seine Arbeit an. Wenn ihr das nachher sehen wollt, also, nee, nicht nachher, sondern ihr seht es ja nachher, werdet ihr eh geil drauf, ihn anzuschreiben und sagen, ey, kannst du mal bitte ein Schild machen. Der Mayo macht Holzdesign, also ist ein kleiner Künstler, ist ein Artist, ja. Und er ist eine geile Sau. Und er hat mir jetzt unsere Kästen gemacht, die kommen jetzt hier dran, weil unsere Wand und generell unser Barbershop von außen sieht einfach nicht schön aus. Und damit auch jeder andere Spasti hier mal rafft, dass hier ein schöner Barbershop ist, der nicht nur von innen gut aussieht, machen wir auch mal ein bisschen was draußen an. Okay? Ja. Kommt auch noch. To be continued. So sieht's fertig aus. Ja. Es ist, guck mal, was eine ganz geile Arbeit, siehst du? Also, wenn man genau hinguckt, die Details hier, ja, die Rinde, die Ränder, ja, die Ringe hier und da die Striche und hier nochmal Ringe. Das kann nicht jeder. Ja, das kann nicht jeder. Graue Haare. Mein Gott. Was ist passiert? Besser grau wie keine. Was ist mit dir passiert? Weißt du, er kriegt sein Kind und eine Frau, kriegt graue Haare. Fall die Haare noch aus. Also, was lernen wir daraus, Costa? Haare färben. Das ist immer gut, wenn das Testobjekt gefilmt wird, weißt du? Beim dritten, wo man dann weiß, wie es funktionieren ja, soll. Das sieht doch gut aus. Es gibt eine Theorie, wie es funktioniert, gell? Ob die funktioniert, wissen wir nicht. Wie lange braucht das, um zu kleben? Bis morgen. Normal ist 10 Minuten. Normal ist 10 Minuten. Ja, du kannst dich ja mit Adrian abwechseln. Ja, du kommst hier immer dann, wenn ich nicht helfe. Das Problem ist, weil, guck mal, wenn du den Druck nicht drauf hast, kann das sein, dass wir die nochmal komplett runter machen müssen.
Weil hier haben ja auch so Leute so schön geschliffen und so. Einfach nur vor. So weit wie ein Vorfeld. Achtung, hinter dir kommt so eine Maschine, ne? Ja, ja. Kleber habe ich alle weggeräumt. Soll ich's machen? Geh, es braucht Hilfe. Ja, das geht locker. Guck, was da hinten dran aussieht, ey. Wenn wir hier... Das reicht dann schon. Ja. Ich bin schon voll nervt. Hi. Ich habe mich irgendwo piekst gerade. Nein, soll für die Kamera mal dramatisch aussehen. Guck mal, was wir gemacht haben hier. Oh, gut. Kriegen wir Einschaltquoten. So, kennst du das, wenn du so dieses, dein Werkzeug hast und die schon so alt geklebt und hin und her dran, dann mit der mache ich so viele Sachen. Andere würden die in die Hand nehmen, du würdest niemals normales hier drüber gehen und versuchen, die Kante hier zu schreiben. Ich habe gerade nur geguckt, ey, weil für mich hat es sich so angehört, als würde ich gerade schwächeln. Nee, das ist nur, wenn ich fest draufdrücke. Aber die hat 1000 Watt, ey. Ja, wir fahren ja auch gleich nochmal drüber. Hast du da irgendwas gebastelt oder passt die direkt aufs Gewinde von dem Dings drauf, auf die Flex? Okay, cool. Ich muss ab und zu muss ich die Klettscheibe tauschen, weil sie dann halt wegfliegt irgendwann mal, weil ich so brutal bin. Nee, die sind auf Gärung. Auf Gärung? Geil, ey. Geil. Hast du was gelernt? Ich weiß eigentlich schon alles, was es zu wissen gibt. Ja, hast du nur kontrolliert. Stell Fragen, um einfach so Interesse halber vorzugaukeln. Ja, muss einfach poliert werden, das muss noch alles noch. Also wir schleifen das hier noch ab, haben wir gehört. Dann wird es neu lasiert. Dann kommen noch Silikon hier zwischen. Ja, die Wand machen wir fertig. Mhm. Mir scheißegal, ob das schief ist oder was auch immer die Leute sagen, Alter. Das ist einfach authentisch. Hier draußen, die Kästen sind gleich fertig. Wir haben also dafür, dass wir heute zum ersten Mal wieder arbeiten, haben wir echt viel geleistet heute. Und sonst war es ein ganz gechillter Tag. Sag es auch, wir haben halt so coole Leute, Alter. Deswegen war es halt eigentlich ein ganz entspannter Tag. Manche kamen rein, Maske, ja, zieh Maske an. Zieh Handschuhe an. Ja, natürlich. Mach, was du willst. Hatte die auch an? Ja, klar, haben wir es angehabt. Wir sind vorbildliche Bürger, Alter. Denkst du, ich halte mich hier nicht an die Regeln oder was? Nur weil ich keinen Post auf Instagram mache über irgendwelche Scheiße. Ja. Alle. Da markieren mich Leute. Guck mal, Skretschko. Warte, ich muss das haben. Guck mal, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Hast du deinen Job auch gemacht? Hm? 6 Jahre. So. Wie lange rede ich davon, dass ein Barbier kein Friseur ist? Wahrscheinlich schon davor. Ja, schon davor. So, jetzt musst du dir mal vorstellen. Ich habe ja immer Verständnis dafür, dass die Leute, so Laien und so, die wissen nicht, die sagen, okay, ich gehe Haare schneiden, Friseur, Barbier, mir scheißegal, Hauptsache meine Haare sind kurz. Gut, eure Sache, nicht meine. Aber, da gibt es Leute, die üben den gleichen Beruf aus wie du. Supporten dich und sagen immer, ja, geil, Alter, dass du das für uns kämpfst und so. Dann veröffentlicht irgendeine Zeitung Vorschriften für Friseure und die Barbershops reposten das und markieren dich und sagen, ja, guck mal, was wir machen müssen. Ey, nicht mal deine eigenen Menschen verstehen, Alter, was du denen erklären willst, Alter. Dann kann ich ja wohl nicht den Leuten übel nehmen, die Laien sind, Alter. Wenn nicht mal die eigenen Menschen, die das gleiche Handwerk wie du ausüben, nicht wissen, was du meinst, dann stimmt mit denen irgendwas nicht, oder? Kann doch nicht sein. Ich verstehe dich. Aber ein Friseur schneidet keine Haare, kein Bart. Und macht doch keine Frisur. Ja, das nicht, dass es da drin steht, das ist unlogisch. Mhm. Weil die sagen ja auch, Barbiere schneiden keine Haare. Ja. Deswegen schneidet der Friseur auch kein Bart. Ja. Eigentlich. Eigentlich, ja. Deswegen hätten die eigentlich reinschreiben müssen, der Friseur und der Barbier, weil die sich halt um die Haare kümmern. Ja. Der eine um Männerhaare. Und der andere um Frauen. Ja, und langhaarige Männer. Und langhaarige Männer, ja. Und die immer noch nicht raffen. Und du sagst, ey, ich krieg bei meinem Friseur 0 mm. Digga. Das ist ein Berber, Alter. Das ist ein Barbier. Das ist ein Barberi. Das ist ein Barbiersch. Das ist ein Britzer. Ein Britzo. Die meisten, die haben keine Etikette. Okay? Die haben keinen Sinn für Stil, ja, und die wissen nicht, wie man sich vermarkten soll. Und dann wissen selber nicht, wie sie ihre Gästen vermarkten sollen, ja, was Etikette bedeutet. Ja. Und wenn deine Person, die dir die Haare schneidet, nichts erklären kann über das Leben, ja, oder über die Kleinigkeiten im Leben, ja, dann bist du auch falsch aufgehoben, Alter. Der eine hat vorher gesagt, ja,
sich während der Corona-Zeit die Haare schneiden zu lassen, nicht wie seine Freundin zu betrügen. Ist denen egal. Die juckt es nicht mehr um Haare. Und weißt du, warum das Problem ist? Das liegt mir nicht mal richtig an den Menschen. Also, na klar, doch. Ja. Haare schneiden ist unwichtig für die Wirtschaft. Also es gibt niemanden, der das richtig supporten will, der sich mal mit der Materie auseinandersetzt und sagt, ganz ehrlich, Alter, das ist ja alles Kauderwelsch, Alter. Und das Geile an der Geschichte ist, durch diese Corona-Zeit ist es viel besser. Was wollen die den Friseuren noch mehr Aufgaben geben, Alter? Halbiert die Scheiße, Alter, gibt denen die Aufgabe und die Aufgabe. Ein Friseurberuf, ja, dieses Handwerk, was diese Lehre, ist für Leute, die Hauptschule gemacht haben, Realschule gemacht haben, die haben nicht, dass sie keinen Bock haben, aber das ist nicht dieses, nicht, dass das Wissen nicht da ist, aber du musst ja nicht studieren gehen, um Haare schneiden zu können, Alter. Und noch mehr in die Friseurlehre reinzupacken, ist viel zu groß dafür, dass sie erstens nur 3 Jahre ist, Alter, ja, und dass Leute das ausüben, die Schule abgebrochen haben, Alter. Deswegen. Ja, und vor allem ist da ja auch anderes Zeug drin, wie, ist da noch Nägel, Make-up, irgendwie sowas? In der Friseurlehre sind zu 90% Frauen arbeiten, dazu gehören nebenbei noch 5% wie Nägel, Make-up und was auch immer. Und die anderen? Ja. So. Und die anderen 5% sind Männer. Was denkst du dir, warum es so viele schlechte Friseure gibt, die Männerhaare schneiden? Warum ist das wohl so, Alter? Weil die es nicht richtig gelernt haben, weil es keinen Meister gibt, der es dir richtig beibringt, weil der Meister es vom anderen Meister schon falsch gelernt hat, weil die Priorität, ja, die in diesem Handwerk, ja, ganz genau, ja, weil die Priorität in diesem Handwerk, ja, in diesem Friseurhandwerk, ist nun mal Frau. Das ist ganz einfach. Und wie kannst du Männerhaarschnitte unterrichten, wenn die Priorität nicht darauf liegt? Ganz einfach. Wir brauchen eine viel bessere Bildung im Haarschneiden, Alter. Das kann man hier viel größer machen. Menschen können viel jünger in die Gesellschaft integriert werden, Alter. Die können viel früher Steuern zahlen, Alter. Die sind viel besser angesehen, weil die einen geilen Beruf ausüben. Die dienen nicht an irgendwelche Ecke und wollen nicht irgendwie Friseur üben. Ja? Die sagen zu mir, in der Handwerkskammer, wegen den Barbieren haben 13,4 oder 14,6% Männer mehr die Friseurlehre begonnen. Geil, cool. 3 Jahre fast vergeudete Zeit. Wie viele von denen haben abgebrochen und wie viele von denen sind noch Friseur? Boah, ich bin echt müde von diesem scheiß Thema. Das kotzt auch echt an. Und das Schlimme ist, dass die nicht supporten. Weiß nicht. Durch die Akademie jetzt wird das ein bisschen schöner bei uns. Das heißt, wir werden ein bisschen mehr Zuspruch bekommen können von der Handwerkskammer, weil die sehen, dass wir eine Akademie gründen und versuchen den Leuten einfach das Handwerk besser beizubringen. Und ich meine, da kann man eigentlich nichts gegen sagen, wenn die sehen, okay, Jugendliche wollen anderen Jugendlichen oder auch älteren Leuten ein bisschen mehr beibringen oder wollen ein bisschen mehr Initiative reinbringen, weil die selber merken, dass das Handwerk einfach runterkommt, dann finde ich das eigentlich gar nicht schlecht und ich würde das voll supporten, weil was ist so schlimm daran, wenn es andere Menschen gibt? Oder Jugendliche, die ihren Traum verwirklichen wollen und nicht wissen, was sie machen sollen. Dann gehen sie ins Ausland, besuchen da Seminare, Zertifikate werden nicht anerkannt. Und warum sollen die nicht lieber in Deutschland sein und sollen deutsches Handwerk lernen und sollen deutsche Papiere bekommen? Das ist doch viel angenehmer für die Menschen in Deutschland. Weil wir wissen ganz genau, jeder Einzelne weiß das hier, wie das ist mit Papieren aus dem Ausland. Und deswegen finde ich das einen riesen Fortschritt, den ich legen werde. Und so werden wir viel mehr Jugendliche bekommen, weil die Jugendlichen können sich damit viel besser identifizieren jetzt. Das heißt, die sehen das und sagen, geil, Alter, das wollte ich eigentlich mal immer mal werden. Nur es wurde mir nie richtig angeboten. Ich wurde irgendwie in eine Friseurlehre gesteckt und dann habe ich Frauensachen gelernt und mittendrin habe ich dann gemerkt, das ist nichts für mich, also breche ich lieber ab. Ja. Ja, abbrechen ist es nichts, aber das ist halt nun mal so. Wenn du was lernst, wo du denkst, dass du am Ende das machen kannst und dann lernst du in der ganzen Ausbildung eigentlich genau gar nicht das, was du ausüben willst, finde ich ein bisschen falsch. Und in der heutigen Zeit kannst du jeden Scheiß lernen, also sollte man wieder auch auf das alte Handwerk zurückgehen. Der Barbier ist halt schon viel länger da als der Friseur. Und wenn man ehrlich ist, ist der Friseur aus dem Barbier entstanden. Und dann den Rücken zu kehren und das unterzugraben und zu sagen, nee, nee, nee. Weiß nicht, guck mal hier, komm mit. Guck mal, das ist, was ich ergattet habe. Tada! Das ist ein Diplom von der damaligen Barbier-, Friseur- und Perückenmacherinnung in Deutschland. Das ist in Berlin, das ist ein Viertel in Berlin, Britz. Willi Stippekohl. Bei den Konkurrenzarbeiten der Lehrlingsfachschule. Und das war auch geil, Alter. Seid einig. Ich fand das irgendwie voll geil. Guck mal, wie so ein Zertifikat früher aussah. Barbier, von wann ist das? 1905. Das ist deutsche Kultur, Alter. Wo hast du das? eBay Kleinanzeigen. Ach echt? Ja.
Das hat mir eine Frau aus Berlin geschickt. Das ist original. Das ist original, ja. Ich würde gerne was den Leuten geben, dass sie bessere Möglichkeiten haben, das zu lernen. Dieses Handwerk ist schon wichtig. Also es ist richtig wichtig. Es ist schon cooler, wenn du den Leuten die Wahl gibst, was sie werden möchten, weißt du? Und nur in einen Topf zu schmeißen. Das Geilste war, der eine sagt so, ja, wenn du Arzt werden willst, musst du ja auch alles lernen. Digga, Alter. Ich will ja nicht immer die Körper aufschneiden, Alter. Ich will Haare schneiden und beim Arzt verstehe ich, dass du viele Sachen von Grund auf lernen musst. Nur Haare färben und... Es ist meine Meinung. Ich sag niemandem, wie er sich so, wie er sein Leben zu machen hat oder so. Aber ich finde, wir haben eine Stimme, Alter. Und wir können auch was bewirken. Es kann nicht sein, dass wir da nichts bewirken können. Es kann einfach nicht sein, Alter. Aber gibt es Barbiere, die auch Haare färben und sowas? Ja. Ich wusste es. Ich hab's gewusst, ey. Ich hab mein Feuer unten gelassen. Komm, wir gehen wieder runter. Ja, gibt's, klar. Die halten sich halt nicht an die Regeln, weil die vermischen alles, Alter. Keiner will seinen Job richtig machen. Und dann sagt der eine Kunde zu ihm, kannst du bitte die Haare färben? Ja, mach ich nicht. Bitte kannst du es machen. Dann machen die eine Ausnahme und dann fangen sie an, die Handwerker zu vermischen, ja. Da siehst du in den Barbershop immer Männer, die sich blonden Haare färben. Und ich finde, es ist ungerecht auch von den Barbieren über dann, die sowas machen. Weil dafür gibt es Friseure, Alter. So wie Barbiere ihre Arbeit haben, haben auch Friseure ihre Arbeit. Im Endeffekt achtet jeder auf seinen Arsch und guckt, ob er die meisten Gäste hat, ja. Aber... Das ist keine Konkurrenzarbeit, Alter. Gib den Barbieren die Gäste und gib den Friseuren die Gäste. Ja. Der Sören kam letztens her und war leider fremdgegangen, der Wichser. Aber sagt, er war beim Friseur und hat gemeint, ey, ich kriege im Barbershop immer 3 mm. Das ist aber nicht seriös. Und weißt du, warum die sagt, dass es nicht seriös ist? Was denkst du, was eine Friseurin den ganzen Tag macht? Färben, strähnen. Ob Dauerwelle noch in ist, weiß ich nicht, ja, aber sowas, ja, so. Guck doch mal an, was für Spezialisten mittlerweile online gibt, die Fades raushauen und die einen Übergang zaubern, der nicht mit Photoshop gemacht ist, sondern wir reden von einer richtig guten Arbeit, so wie der Sergio, ja, wo du am Ende siehst, Alter, das ist von null, wir reden von richtig null und immer detaillierter hoch zum längeren, verstehst du? Und das können einfach Friseure nicht und deswegen sagen die auch zu ihren Gästen oder zu ihren Kunden, wie die sie nennen wollen, ja, es ist nicht seriös und wollen es abraten, weil sie es nicht können, weil sie es nicht gelernt haben und es ist nicht mal schlimm, dass sie es nicht können, sondern weil... Das Schlimme ist, dass es nicht die Möglichkeit gibt, es richtig zu lernen. Geh bitte mal irgendwo hier in Frankfurt hin und sag, du willst irgendwo einen richtigen Fade lernen. Den kriegst du entweder am Bahnhof vom Türken, Alter, ja, der übrigens auch ein Barbier ist, ja. Aber sonst zeigt dir keiner in der Friseurlehre, wie du einen Fade machst. Aufsatz 1, Aufsatz 2, Aufsatz 4, Aufsatz 6, Aufsatz 8. Ist nix. Es ist halbe Arbeit. Das Coole ist, viele Friseure sind auch ehrlich und sagen, ey, ist nicht unser Handwerk. Finde ich richtig cool. Viele Friseure sagen, kann ich auch. Wie diese eine Alte. Da wollte ich dir was über Haare schneiden erklären. Musst du mir nicht erzählen, ich bin Friseurin. Die wollen sich auch nicht bilden, die Menschen. Die viele wollen sich gar nicht bilden. Die bleiben in ihrem, wie heißt das hier, nennt man das nochmal? Komfortzone. Und weil alles, was darüber hinausgeht, sagen die, nee, Alter, brauche ich nicht. Ich bin doch Friseur, hab ich doch gelernt. Warum willst du mir doch überzeugen? Du kannst doch nichts besser. Du hast keine Ahnung, Alter. Du hast keine Ahnung. Let's do it. Toretto ist hier, ich mach das schon. Kriegen wir hin. Da. Ja, und guck mal. Nee, warte. Ja, ich mach ja nichts. Er hat nichts gemacht. Warum ist es so hoch? Hier oder was? Ja, und hier, der Gummi ist ungefähr der Rand, ja. Und dann gerade rein, so. So oder was? Naja. Alle, so geht das. Pam pam, Alter, Equalizer. Oh, hier hast du. Hier. Ist er raus? Ja. Ich und du. Du? Nee, das war ich nicht. Doch, das warst du. Das musst du gewesen sein. Nein, ich war hier. Das stimmt doch gar nicht. Na klar war ich hier. Warum war ich nicht, oder? Natürlich war. Du warst es. Ich war das doch nicht. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, das wird weggespachtelt. Wenn da kann schon mal so ein Ast im Weg sein, dann macht der Nagel einfach so. Schleif mal weg, spachtel mal fertig. Ich war ja früher Baumfäller. Aber ist er fest oder ist er fest? Ist fest, läuft. Sitz, Platz, hat Luft. A kto tam w domu? A, o nie, matka się przez batu spotkała. Ja pierdolę. Das ist sexy. Das ist ein Standpunkt. Weißt du, wann es wirklich gut ist?
erst gut, wenn du das Gefühl hast, dass es schon immer so war. Guck mal, wir machen das weg. Wir machen die Tür zu. Und genau hier, wo das Loch ist, machen wir einfach einen neuen Henkel hin. Halten, Leute, halten! Oh, mein Finger. Du Amateure hier, ey. Erst ein Stück zu mir noch, bevor du reingehst. Also, auf jeden Fall kann niemand so arbeiten. Sapp, ne? Zweitens, ich bin voll im Arsch, ich bin richtig müde heute. War ein geiler Tag, hat Spaß gemacht, gell, Adrian? War richtig gut. Geht, Tom? Ja. War ein geiler Tag. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Sagt weiter, teilt, abonniert, liked und kommentiert alles. Und wehe, fuckt uns ab.